Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Dinkum. Und ja, ich musste leider ein bisschen traurige Ankündigung machen. Ich werde tatsächlich Dinkum nach dieser Folge heute einstellen müssen, in Anführungszeichen. Denn mir fehlt tatsächlich einfach die Zeit. Ich habe mich in letzter Zeit so ein bisschen übernommen, was neue Projekte anging. Und da habe ich so ein bisschen die Quittung jetzt für bekommen. Ich habe einfach, mega gestresst und mittlerweile bin ich auch krank. Weiß nicht, ob es jetzt irgendwie vom Stress oder sowas kommt, aber mein Körper hat mir wohl gesagt, Digga, mach mal ein bisschen low. Und weil tatsächlich auch das Gameplay nicht so ganz das ist, was ich mir erhofft hatte, habe ich dann überlegt, ja gut, was stellst du denn ein? Und wie gesagt, Dinkum, wie gesagt, nicht so das Gameplay, was ich dachte, was es sein würde. fällt dann dem Ganzen hier zum Opfer. Dass ich einfach wieder ein bisschen mehr Zeit habe, um mich auch mal auszuruhen. Weil momentan sieht tatsächlich mein Tag so aus. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Dann halt ganz normal frühstücken, fertig machen. Vielleicht noch duschen vorher. Und dann gehe ich erstmal mindestens acht Stunden arbeiten. Also ich bin ja 9 Stunden weg, so mit Mittagspause und Frühstückspause und so. Und dann komme ich irgendwann meistens um zwischen 4 und 5 oder so nach Hause. Dann ruhe ich mich im Moment aus und dann fange ich an aufzunehmen. Oder mache irgendwie irgendein Stream dann abends noch. Also mittlerweile, ich habe echt keine Freizeit mehr. Man denkt immer, ja, du zockst doch eh nur da quasi, aber das ist tatsächlich, in vielen Fällen ist es halt dann doch eher Arbeit als einfach mal ein bisschen zocken. Und ja, da habe ich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen die Kühlung für bekommen, wie ich krank geworden bin. Und ich hoffe, dass das bald weg ist, aber um mich halt auch ein bisschen ausruhen zu können, werde ich 1, 2 Projekte wohl erstmal einstellen müssen. Das nur so zum Hintergrund, weil, also ja, spaßig ist es schon das Spiel, aber wie gesagt, es ist mir eigentlich zu grindlastig, muss man sagen. Denn ich weiß gerade auch nicht so ganz, wie es weitergeht, quasi in dem Spiel. Ich glaube nämlich, ich muss einen Arsch voll Materialien mir jetzt erstmal holen, damit es hier überhaupt erstmal weitergeht. Okay, dass die Rotte hier anzugreifen, wahrscheinlich nicht eine gute Idee. Man hat auch, finde ich, also ich finde, man hat ein bisschen zu wenige Aufgaben in dem Spiel. Also ich hätte gerne mehr, dass mich das Spiel so ein bisschen an die Hand nimmt. Weil mir sagt, du, hör mal, du musst jetzt das und das machen. Das fände ich ganz gut. Tut's aber leider nicht. Oh Gott, ich gehe hier in meine Hütte rein. Habe ich irgendwas aufgesammelt, was ich vielleicht verstauen kann? Aber falls ich irgendwie mal wieder irgendwann Lust auf so ein Spiel habe, dann werde ich das auch, oh nee, die sind ja schon gekocht, dann werde ich das auch gerne mal wieder weitermachen, aber momentan habe ich tatsächlich einfach keinen Nerv für so viele Projekte. Bin ich auch ein bisschen selbst an Schuld, aber was willst du machen, ne? Wollte halt ein bisschen was Neues ausprobieren. So, was machen wir heute noch? Ich würde gerne schon noch irgendwie so die eine oder andere Quest vielleicht machen. Ach stimmt, nee, das kann ich mir noch nicht leisten. Haus, das wäre dann irgendwann auch mal noch drin, aber ja, das kann ich momentan noch nicht leisten. Ich hoffe halt, dass der Grind insgesamt ein bisschen weniger vielleicht in dem Spiel wird. Das wäre nett. Auch, dass es einfach wirklich so ein Casual-Spieler wie ich dann was machen kann. Let's chat. Brauchst du irgendwas? Klar, hier kannst du einen Schmetterling haben. Kein Problem. Brauchst du noch irgendwas? Wenn es immer so einfach wäre, wäre das super. Nee, brauchst du nicht gerade. Brauchst du vielleicht irgendwas?
Boah, dieses Signal, dass ich wenig Leben habe, geht mir gerade tierisch auf die Nüsse. Brauchst du irgendwas? Lol, warum will der denn jetzt auch so ein Vieh? Oh, Problems habe ich sowieso schon dabei. Da, nimm ihn. Dann hatten wir wenigstens Geld dafür gegeben. Kein Problem, Digga. Was kriege ich für dich, von dir dafür? Eine Bank. Okay. Aber ich muss mal kurz was schnabulieren. Ich hoffe, dass dann... Wobei, nee, da kriege ich gar kein Leben von. Aber dann vielleicht, wenn ich mir irgendwie ein Fleisch brate oder so. Das jetzt einfach mal mit. Oder was kann ich denn momentan eigentlich so kochen? Sausage Roll. Ne, habe ich alles nicht zur Verfügung. Mangrove Stick. Habe ich, glaube ich, noch irgendwo. Da. Dann mache ich mir jetzt einfach mal so einen Stock am Fleisch. Fleisch am Stock, so rum. Und fahre mir das rein. Sehr gut. Oh. Halleluja, das nervige Geräusch ist weg. Aber jetzt, wie gesagt, also tatsächlich, ich stehe jetzt hier gerade so vor dem Problem. Ich habe keinen blassen Dunst, was ich jetzt tun kann. Also wie bekomme ich jetzt weitere, bessere Baumöglichkeiten? Das ist für mich gerade so ein bisschen Rätsel, weil ich könnte natürlich mir jetzt irgendwie eine Werkbank bauen, aber ich glaube, ich kann damit das gleiche machen wie bei der Fletch an der Werkbank. Also das Spiel erklärt sich nicht so gut, finde ich. Ach komm. Hat genau nicht gelangt. Was kann ich denn hier in der Werkbank gerade noch machen? Was habe ich denn noch nicht? Also klar, einen Hühnerkäfig könnte ich noch machen, aber da fehlt mir halt das ganze Zeug hierfür. Ne, eigentlich nur das hier. Spinny Fex Tuft. Fackel könnte ich mir noch machen. Das brauche ich für den Hammer. Aber ziemlich viel Zinn. Habe ich natürlich auch nicht. Und die irgendwie, wie das mit der Falle ist. Ich habe ja eine Falle gebaut. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Na gut, aber ich versuche die jetzt mal umzusetzen. Geht das überhaupt? Ja. Pick up. Vielleicht, wenn ich das mal hier neben den hier stelle. Vielleicht läuft ja was rein. Oder vielleicht läuft es wieder rein. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil es ein bisschen groß dafür ist. So, aber ich würde jetzt gerne gucken, wo ich dieses Kraft herbekomme. Ich bin mir eigentlich sogar fast sicher, es zu wissen. Ich glaube, wir sind nämlich schon mal an einem vorbeigelaufen. Da nehme ich aber, glaube ich, mein Boot. Wo ist mein Boot? Ah, da ist mein Boot. So, rückwärts fahren. Ne, falsche Richtung. Also mal rückwärts fahren. Und go for it. Drift King. Also was ich dem Spiel jetzt gut erhalten muss, ist ja relativ entspannt eigentlich. Es ist ja kein stressiges Spiel. Deswegen, das war ja eigentlich so mein Plan, hier so ein bisschen bald zu entspannen. Aber ich habe halt gemerkt, irgendwie ist das nicht drin. Weil dieser Grind halt da ist. Wenn dieser Grind nicht da wäre, würde quasi
ohne Herausforderung alles relativ einfach bekommt, was man braucht, dann wäre das viel angenehmer, finde ich. Weil das, ich dachte eigentlich, es wäre so ein Feel-Good-Spiel, aber nee, man muss auch ein bisschen ackern. So, ich war jetzt einmal hier um die Insel drumherum, weil ich glaube, da hinten gab es. Das ist, glaube ich, normales Gras. Wobei. Warte mal. Können wir gerade mal kurz gucken. Eine Sense noch mit bei. Ja, das ist der Taft. Brauche ich davon? So. Mal gucken, Kokosnüsse gibt es ja auch noch. Schau mal, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht kriegen wir heute noch irgendwas gebaut. Wäre auch noch interessant, aber ich glaube, ich bräuchte auch noch mehr Kupfer. Und meine Spitzhacke ist gerade ganz schön im Arsch. So, jetzt habe ich 12 davon. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Erstmal wieder zurück. Wobei, warte mal, ich gehe hier noch kurz an das Fass dran, lol. Bin ich wieder am Strand gelandet mit dem Boot. Habe ich ja nach wie vor wirklich, ob es hier ein Fahrzeug im Spiel geben wird. So, einmal wieder rausschieben. Warum das nicht schneller geht, ist mir auch ein Rätsel. Also warum kann ich nicht wirklich einfach rausschieben? So. In welche Richtung muss ich überhaupt? Eigentlich nach da. Ziemlich genau nach da. Ja. Mich ist gerade so ein bisschen die Frage, könnte ich jetzt hier einen Kanal bauen? Nur so aus Interesse. Also wenn ich da grabe, dann Wasser reinfließt. Weil dann könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch eine richtige Wasserstraße durch die Insel durchbauen. Ich glaube, das probiere ich gerade mal aus. Ja, schon wieder passiert. Naja, egal. Wie sieht das aus? Nee, Schaufel brauche ich da. Scheint fast so. Ah, nee. Moment. Das ist ja das Nervige. Man muss den Sand muss man ja immer irgendwo hin tun. Es ist realistisch, ja, aber ist ein bisschen nervig. Ja, das geht auf jeden Fall. Also, boah, das wird aber ewig dauern, ne? Das wird ewig dauern. Was brauche ich für so einen Hühnerstall? Tinsheet Copper Bar. Also das habe ich, das dürfte ich haben, das habe ich fast, habe ich Copper Bar, das ist das Hauptproblem. Was gibt es hier so? Steine. Steine kannst du haben, ich glaube da habe ich von.
Krass, ich habe nur 10 Steine. Warum habe ich nur 10 Steine? Hm, interessant. Wir haben mal kurz Quick Move drauf gedrückt. Da auch nochmal über Quick Move drauf gedrückt. Also 3 Tin Sheets. Also Tin Sheets habe ich auf jeden Fall. Mir fehlt eigentlich, upsie. Mir fehlt eigentlich vor allem, wie gesagt, das Kupfer, davon habe ich nur einen einzigen. Aber das kriege ich relativ schnell, glaube ich. Aber ich habe erstmal eine neue Spitzhacke. Aber erstmal kurz ein paar Sachen verkaufen. Ah, guck mal. Der will auf jeden Fall hier wohnen bleiben. Sehr schön. So, aber erstmal, das muss weg. Die Seeds kann ich ja mal behalten. Was kriege ich dafür? Tausende. Ja. Ist okay, du Halsabschneider. Ich glaube, ich nehme gleich mal. Scheiße, ich kann nur eine mitnehmen. Aber frech, ne? So, kaputt. So, ich brauche Steine. Kommen hier mega viele Steine raus. Dann bin ich gerade mega müde. Ist ja auch guckt Cactus. Ne, Waddle Seed. Ah, das war gerade mein Zeigefehler. So. Ich kloppe jetzt erstmal ein paar Steine weg. Immer nur ein Stein, das ist doch ein Witz. Hätte ich in 10 Jahren noch einen Stein hier dran bringen soll. Ach, guck mal, da ist sogar 10 Erz drin. Boah. Und das ist auch sowas. Das verstehe ich bei solchen Spielen nicht. Warum muss ich es mir denn schwerer machen, indem ich immer irgendwie Energie habe und pennen muss? Das ist doch voll nervig. Ja, ich glaube, ich hatte in einer Folge letztens schon mal darüber gesprochen. Du brauchst natürlich die Energie, damit du auch irgendwie das Essen. Also, für irgendwie das Essen eine Berechtigung hast, aber. Ja, das ist so nervig. Ah, guck mal, da so ein Glitzerstein wieder. Guck mal, da kamen sogar 2 dieses Mal raus. Aber bis ich so 30 Steine habe, Alter. War denn ja. Wie viel habe ich? 12. Mehr schuften. So, wo sind noch Steine? Da. Seit wann kommt denn da immer Zinnerz so ein bisschen raus? Verwirrt mich total. Ich finde es sehr praktisch, aber es verwirrt mich. Ach, Krokodil, lass mich doch bloß in Ruhe. Folgt mich immer noch. Wenn das jetzt in meine Hütte reinkommt. Ich wollte gerade sagen, dann will ich grantig. So, wo sind die Steine hier?
Wie viel wollte die? Das kann ich bestimmt nachgucken. 29, also zwei brauche ich noch. Wenn ich bis dahin nicht eingeschlafen bin. Warte mal kurz, ich gehe mir kurz was zu essen machen. Was kann ich mir kochen und bringt viel Energie? Also das hier bringt 15 Energie. 25, dafür bräuchte ich aber Korn. Also Mais habe ich aber nicht. Brot kann ich mir nicht machen. Das kann ich mir alles nicht machen. Eigentlich kann ich mir nur Fleisch am Spieß machen. Aber dann soll es halt so sein. Nee. Hier können wir auch noch braten. Ich kann das sogar aus unterschiedlichen Zutaten machen, das ist ja praktisch, ne? So. Das schmeißen wir kurz auf den Grill. Ein Glück geht das schön schnell, ne? Hätte ich zwei Feuer, würde es noch schneller gehen. Ich bin too full, also mehr kann ich nicht essen. So. Quest geschafft. Schön Steine, ey. Die wollt ihr haben. Ja, hast die Steine. Die sie irgendwo hin verschickt, weil es woanders keine Steine gibt. Was bekomme ich dafür? 5000, naja, immerhin. So, und wie ist denn das jetzt mit dieser Deed? Kann ich den da irgendwie unterstützen? Shop Deed. 75.000. Alter. Ja, das kann ich mir momentan nicht leisten. Und da sind wir wieder beim Thema Grind. Das müsste erstmal ordentlich verdient werden, ne? Aber gut. Ne, Leute, dann bitte seid mir nicht böse. Das muss es dann nämlich jetzt erstmal gewesen sein für den Gump. Ich find's nett, aber es ist zu grindlastig und das ist leider irgendwie doch nicht das, was ich momentan mir von Entspannung erhoffe. Sorry für die Leute, die das Spiel gerne mochten, aber da muss ich jetzt ein bisschen Prioritäten setzen. Deswegen trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Bis denn, macht's gut. Tschüssi.